Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Ich habe leider ein bisschen verkackt und habe letzte Woche irgendwie vergessen, auf Main mein 20er-Key zu laufen. Heißt, es gibt heute leider kein Item auf Main, aber ich war mit ein paar anderen Twinks drin, weil ich ein bisschen was ausprobiert habe. Und ich würde sagen, da gucken wir mal im Vault rein. Es müssten, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, 8 Chars gewesen sein. Als allererstes, naja, wie jede Woche mein Worry, wo ich die Legendary Axe am Farmen bin. Und da gucken wir mal rein, was Schönes drin ist. Sehr gut, da ist einmal, sind Hände drin, aber mit theoretisch Movement Speed. Ich würde aber sagen, die nehmen wir trotzdem nicht. Wir nehmen hier die schicken Marken. Weil ich habe schon Hände, die quasi ein höheres Item-Level haben. Und Set habe ich sowieso schon. Warte mal, ich muss mal gucken, wie viele von den Dingen... was haben wir da? Da. Oder? Ja, wohl doch. Komm, wir nehmen sie. Die anderen kann ich ja immer noch runtertauschen. Vielleicht können wir sie mal für irgendwas brauchen. So, dann hat der zumindest schon mal 45 von dem Würmwappen. Kann man vielleicht nochmal was höher upgraden. Okay, dann gucken wir mal zum nächsten. So, mit dem Demon Hunter müsste ich auch einmal einen Boss im... Oder zwei Bosse habe ich, glaube ich, umgehauen im LFR. Gucken wir mal, was der Schickes drin hat. Ach, schau mal an. Da haben wir doch ein schickes LFR-Item. Leder. Das können wir doch schon mal nehmen. Hat sich das schon mal rentiert hier an der Stelle? Und dann können wir das... Ah, das können wir sogar anlegen. Jetzt muss ich gucken, ob ich eventuell da auch noch ein Set brauche. Nee, Set habe ich soweit. Aber wir können es theoretisch upgraden, oder? Das ist jetzt 4,44... Und ich habe zu wenig Marken, aber die können wir uns einfach besorgen. Das geht easy. Dann haben wir hier noch einen Evoker. Also ich habe die alle mitgenommen, ne, sich da quasi für die Legendary-Waffe bei Führer war. Nachdem ich komme, nimmst du die anderen Chars auch noch mit. Und das hat sich jetzt mal nicht ausgezahlt. Gut, ich könnte jetzt das einfach als Upgrade-Item nehmen, aber brauchen tue ich es jetzt an sich nicht. Oder hat der schon Marken? Hat jetzt hier auch ein paar Marken schon. Wisst ihr was, wir nehmen das Ding. Also ich glaube, mit dem brauche ich jetzt nicht unbedingt hier nochmal diese Upgrade-Marken. Habe jetzt gerade eh kein Item, was ich upgraden kann. Und ich habe ja schon ein bisschen was auf Vorrat. So, der nächste ist dann hier der Hexer. Das ist dann der quasi der vierte, den ich da mit hatte. Und dann gucken wir mal, vielleicht kriegt der ja noch irgendein schickes Item, was ich upgraden kann. Ah, seht ihr, der hat hier die Schuhe. Die sind schon auf 4,47. Also heißt, wenn ich die nach auf Normal upgraden muss, dann sind es nur 2 Stufen. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Dann haben wir da schon mal noch einen T-Mock. Und dann gucken wir gleich mal, ob der schon ein paar Marken hat. Ja, der hat sogar Marken. Heißt, wir können die Dinger gleich packen. Und direkt in den Katalysator hauen. Jetzt gucke ich bloß schnell. Also das Set werde ich wahrscheinlich eh voll haben. Ne? Also da müssen wir wahrscheinlich nichts machen. Nee, Normal und LFR ist soweit gut. Ja, also das passt. Dann packen wir das doch hier direkt rein. Und raiden das auf 5 zumindest ab. Da habe ich anscheinend schon mal ein paar Marken vorgefarmt. Und dann haben wir gleich auch noch das Normal-T-Mock. Wunderbar. Dann schaut das doch schon mal sehr gut aus bei dem Char. So, vielleicht sollte ich das Herz von Azeroth ausziehen. Das hatte ich letztens mir mal gefarmt, nur das zieht er dann automatisch mit den Chars an. So, dann haben wir jetzt noch 4 Kettenchars. Und zwar wurde ich dadurch Altaldazar gezogen. Da gibt es ja im M-Plus-Pool einen Kopf, der jetzt nur die Season drin ist, weil die Instanz quasi im M-Plus unterwegs ist. Und jemand aus dem Stream hat mich quasi durchgezogen mit 4 Kettenchars. Er ist als Tank rein. Grüße an den Abgehts hier einmal raus. Und da mal probiert, ob das funktioniert, das zu ziehen, ne? Und es hat eigentlich gut funktioniert. Ich glaube, bisschen über eine Viertelstunde, 20 Minuten hat es gedauert. War sogar in-time, das Ding. Und jetzt gucken wir mal, ob es im Vault drin ist. In Dungeon ist es leider nicht gedroppt, aber vielleicht haben wir hier Glück. Okay, also das haben wir hier. Hier haben wir einmal die Beine. Das ist schon mal nix. Aber kann ich die nicht sogar... die sind jetzt, glaube ich, Normal-Item-Level, ne? Die könnte ich ja sogar auf HC upgraden, oder? Dann könnten wir ja sogar darüber HC... Transmog kriegen. Das habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Warte mal, wie hoch ist ein HC? Rose hätte... Oder bräuchte ich sogar noch? Aber gut, da habe ich die Marken nicht, ne? Aber da muss ich mal gucken. Aber die können wir schon mal nehmen. Eventuell gibt es sogar was. Ah ja.
Im M0 gibt es ja 454, ne? Das kann man sogar auf HC-Item-Level upgraden, ist ja gar nicht schlecht. So, ich habe einen Rabenwehr-Key, das wird nämlich dann nur relevant, vielleicht machen wir das die Woche nochmal und eventuell kriege ich ja nochmal einen Althalder-Saar-Key raus. So, dann haben wir den zweiten Char, das war dann ein Hunter. Mal gucken, was der Schönes drin hat. So, der hat hier Handgelenke drin. Gut, die sind vom Item-Level genauso hoch. Jetzt lass mal gucken. Der hat leider auch diese Marken nicht, ne? Aber, ja gut. Würde ich vom Hunter die HC-Handgelenke brauchen? Heroisch? Ja, würde ich. Okay, dann nehmen wir sie doch mal. Die können wir wahrscheinlich dann auch anlegen, oder? Sind die? Na, ich schätze mal, die sind höher. Eigentlich. Ja, dann legen wir die mal an. Was habe ich hier gekriegt? Immer grüner Floor. Das ist natürlich auch der falsche. So, dann haben wir noch einen Hunter. Na komm, dieses Althalder-Saar-Item wäre schon echt nice, wenn ich das jetzt hier mal rauskriegen würde. Das ist jetzt eine Hose, eine Set-Hose. Gut, die bringt mir... Also klar, ist für Item-Level technisch wäre es natürlich besser. Der hat sogar auch Marken. Wisst ihr was? Nee, wir nehmen trotzdem die Dinger. Vielleicht, wenn ich das jetzt noch das ein oder andere Mal mache, ne, dann macht es sicher Sinn, noch diese Upgrade-Tokens zu haben für wirklich T-Mog. Ob der jetzt ein paar Item-Level höher oder nicht hat, ist mir auch wurscht bei dem Char. Was hat der? 444, ob der 450 ist, ist ja auch wurscht. So, und der letzte von meinen Chars ist jetzt hier noch ein Hunter. Und jetzt gucken wir mal, was da Schickes drin ist. Althalter Saar-Item vielleicht? Nee, da haben wir einmal Schultern drin. Jetzt schaue ich mal kurz rein, ob Schultern im HC noch dabei wären. Ja, wären sie, ne? Dann nehme ich jetzt hier mal die Schultern. Dann kann ich mal gucken, ob wir vielleicht mit dem noch ein paar Marken rum haben. Ich habe aber blöderweise, glaube ich, mit vielen Chars nicht mehr die Marken genommen. Oder jetzt schauen wir mal. Doch, der hätte die Marken, aber ich habe keine Drachenwappen, ne? Jetzt muss ich mal gucken, wie hoch ist das Ding? Ja, es ist halt auf 1 von... 8, ne? Heißt, ich brauche 45 von den Drachenwappen und 15 von den anderen. Ja gut, dann kann ich jetzt schon mal ein bisschen losflattern, die Farmen, Worldboss umhauen, die Weekly Quests und sowas. Das gibt zumindest schon mal ein paar. Juti, für das Video soll es das aber gewesen sein. Es müssten jetzt 8 Volts gewesen sein. Und ja, nächste Woche, beziehungsweise die Woche, werde ich jetzt wieder gucken, dass ich mit Main zumindest einen Key lauf. Und im Optimalfall... mache ich mit den Twinks auch nochmal ein bisschen was. Heißt, vielleicht werden wir nochmal das mit Althalter Saar probieren. Vielleicht kriegen wir das eine oder andere noch raus. Jut, Team, dann sehen wir uns nächste Woche beim Vault wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.